Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Krogo und das ist Minecraft Mystery. Bevor wir heute mit unserem Plan loslegen, müssen wir endlich diese eine Statue dort wieder ersetzen. Ich weiß gar nicht, warum ich da so lange drauf gewartet habe. Meines Wissens ist auch noch alles hier drinnen, richtig, bis auf der Rüstungsständer. Den haben wir hier. Perfekt zum Landeanflug. Und dann Rüstungsständer aufstellen, anziehen. Gut, ist das wieder erledigt. Hat ja lang genug gedauert. Dann lasst mich euch heute mal zeigen, wo wir anfangen werden. Ich habe einen Plan, was hier oben passieren soll. Und wenn ihr mal schaut, hier in der kleinen Timelapse seht ihr, ich habe schon ein bisschen gebuddelt. Jetzt ist hier zwar ein bisschen frei gebuddelt, aber ich denke, man kann tatsächlich noch eine Etage weiter weg machen hier. Und dann muss ich euch natürlich noch verraten, was hier hin soll. Du hättest eigentlich auch da bleiben können. Ihr hattet verschiedene Vorschläge gebracht, was wir hier hinbauen können. Wir haben auch im Stream drüber geredet und das, was mir am besten gefallen hat, war Dorf. Dorf ist aber ein bisschen hoch gegriffen. Ich könnte mir vorstellen, so eine Pueblo City, wie ich sie immer wieder mal gerne baue. Und warum hier ein Dorf? Angenommen, es kommen wirklich noch Minions hierher. Hier ist einfach nirgendwo Platz. Alles ist irgendwie vollgebaut. Klar kann man hier zwischendrin noch so Häuser integrieren und tun und machen. Das kann man immer noch, wenn man möchte. Aber hier oben so eine kleine, so ein kleines Dorf, wo wirklich mal, wo man wohnen kann, finde ich eigentlich ganz nett. Mit so einem kleinen Platz hier und verschiedenen Ebenen, also zwei, mehr gibt es nicht, könnte ich mir gut vorstellen. Jetzt gibt es natürlich noch eine Sache, die müssen wir auf alle Fälle klären. Wie kommt man hier rauf? Und es gibt hier irgendwo, gab hier irgendwo einen Weg rauf? Ich glaube, ich habe ihn schon zugebaut. Also es gibt aktuell keinen Weg dort rauf. Das heißt, wir müssen uns einen Weg schaffen. Und ich weiß noch nicht ganz wie, aber ich möchte irgendwie vielleicht hier rauf. Am liebsten aber irgendwie von hier. Dass man von hier dann ins Dorf kommt. Hier führt irgendwie ein Weg nach oben. Wenn wir mal genau schauen. Ich hatte das irgendwann mal so off-camera gegraben. Hier gibt es einen Weg, der führt, ja, relativ weit rauf. Man kommt damit, glaube ich, nicht ganz an die Oberfläche. Zumindest erinnere ich mich nicht mehr. Aber man kommt hier sehr, sehr weit rauf. Ich weiß auch nicht mehr genau wo, aber ich glaube, genau hier kommt man dann... Da sind noch Hühner. Hier kommt man irgendwie weiter, aber das war's dann. Und vielleicht schaffen wir es, diesen Weg so anzuschließen, genau, dass wir nämlich hier rauskommen. Also nicht hier, diesen Riesenort würde ich gerne so lassen, wie er ist und da jetzt keine große Gestaltung machen. Aber ihr seht schon, das ist hier doch alles irgendwo um die Ecke. Vielleicht schaffen wir es dann hier, ein Tor zu machen, wo man dann in das Dorf kommt. Und man kommt quasi durch meine Festung hier hoch in das Dorf. Das ist echt nicht weit weg, schaut mal. Das ist quasi direkt... Ah, ist perfekt. Gut, es macht irgendwie nicht so ganz Sinn, wenn man hier mitten durch den Versammlungsraum rennen muss, um ins Dorf raufzukommen. Das heißt, eigentlich wäre es sinnvoller, wenn wir irgendwo hier einen Weg nach oben haben. Ich brauche ein paar Blöcke. Haben wir denn noch Steine? Schaffen wir es, dass es optisch gut aussieht, wenn ich jetzt hier anfange, einen Weg zu bauen? Oder müssen wir den doch irgendwo in die Wand integrieren? Ich meine, wir können die Felswand hier sonst auch ein Stück noch nach vorne rutschen, ein bisschen künstlich. Wenn wir hier ein kleines Häuschen hinsetzen, irgendeine Art und Weise. Ja, doch irgendwie so. Und verstecken dort hinter dann quasi das Treppenhaus. Da steht das Häuschen. Ich bin irgendwie noch nicht so ganz happy. Ich schaue mir gerade an, wie ich das hier gemacht habe. Irgendwie passt mir das hier alles noch nicht so ganz. Ja, jetzt gefällt mir der Weg besser. Ob ich das brauche hier links und rechts, aber egal. Und jetzt können wir hier komplett raufdüsen bis dorthin, wo die Slimes wohnen. Und hier oben kann man auch immer schön Items, die man nicht braucht, in den Wasserstrom schmeißen. Manchmal treffe ich auch. So, jetzt bin ich wieder hier oben angekommen. Ich schlage hier nochmal eine Ebene weg. Wieso eigentlich noch eine? Dann passt ja das Tor wieder gar nicht. Ja, doch, dann kann man zum Tor so eine Stufe nach oben gehen. Das ist okay. Und dann müssen wir uns an die Materialbeschaffung machen. Und ich erzähle euch mal was über die Blockpalette, die ich mir so überlegt hatte. Beziehungsweise noch mit euch überlegen möchte und muss. Eine Schicht mehr abgetragen. Das Portal so ein bisschen rausgearbeitet. Vielleicht können wir es auch wirklich noch deutlicher machen. Jo, die Erde muss dann da weg. Die finde ich optisch nicht so passend. Können wir eigentlich gleich machen. Erde weg und jetzt möchte ich diese Häuser, die hier entstehen sollen, in verschiedensten Grautönen bauen. Also nicht nur aus Stein, beziehungsweise im besten Fall so gut wie gar nicht aus Stein. Das heißt, wir schauen mal, was wir an grauen Blöcken herbekommen. Beton bekommen wir, Terrakotta bekommen wir verschiedenen,
Beton. Habe ich grauen Beton? Ich habe hellgrauen Beton und wir haben graues Betonpulver. Das könnte auch eine coole Mischung sein, wenn wir mit Pulver auch noch bauen. Mal schauen, inwieweit wir das zusammenkriegen. Schwarzen Beton ist mir zu krass und hellgrauer Beton ist auch noch gut. Aber wie ihr seht, es reicht nirgendwo hin. Das heißt, wir schnappen uns mal ein bisschen Sand und Kies und schauen dann mal, was wir an der Farbstofffront tun. Beziehungsweise hoffentlich, weiß ist ja kein Problem mehr für uns. Wir haben ja genug Knochen. Aber vielleicht hat Calimero mittlerweile Tintenfische im Shop. Sonst müssen wir uns direkt an der Farm was holen. Was will er denn? Kriegt er zweimal jemand in die Kasse? Mal kurz unseren Shop überprüfen. Aber ich glaube, da war in letzter Zeit niemand. Wenn dann vielleicht, dass ein paar Raketen weg sind. Auch nicht. Und jetzt können wir anfangen, Beton zu... Ich habe viel zu viel Farbstoff gemacht, fällt mir gerade auf. 1, 2, 3, 4 Stacks. Ja, komm, ein bisschen was geht noch. Und den Rest machen wir jetzt grau. Gar nicht so viel. Bisschen grau möchte ich noch. Ja gut, ist genauso viel dunkelgrau wie hellgrau jetzt geworden. Fantastisch. Oh, aber jetzt können wir natürlich weitermachen mit Terrakotta. Wir haben nur nicht mehr genug. Wir müssten wahrscheinlich nochmal los. Light Gray sieht gar nicht gut aus. Und grau sieht auch nicht gut aus. Cyan brauchen wir, genau. Cyan Terrakotta hat die richtige Farbe. So, ich bin mal eben irgendwo im Kreativinventar, um mir die grauen Blöcke anzuschauen, die wir so zur Auswahl haben. Hellgraue Wolle ist auch noch eine Option. Dunkelgraue Wolle theoretisch auch. Clay könnte auch klappen. Tote Korallenblöcke vielleicht noch ein paar. Das war's. Wie sieht es mit meinen Wollevorräten aus? Gar nicht so schlecht. Schau mal, da haben wir schon ein bisschen was. Und weiß nehmen wir uns hier raus und färben sie gleich mal um. 64 hellgraue Wolle. Ja gut, mit Wolle werden wir nicht so ultra viel bauen, wie es ausschaut. Die erste Ladung an Rohstoffe kann ich schon mal abliefern. Stellen sie ins Tor. Und jetzt holen wir noch die zweite Ladung. Dafür schnappe ich mir noch mal eine Schalkerbox. Und wir gehen auf eine kleine Reise, um noch Clay und tote Korallen zu holen. Und der beste Ort, um genau das zu holen und zu finden, ist natürlich unser Korallenriff im Osten. Und dann können wir auch wieder in die Lush Cave unter der Wüste. Immer gut, wenn man mitten über Meer schwebt und einfach keine Raketen mehr dabei hat. Eieiei. Oh, schau mal, da vorne ist eine kleine Notlandungsinsel. Da spawnen wahrscheinlich gleich 1000 Monster. Vielleicht bin ich schnell genug. Wir brauchen Raketen. Deswegen immer eine Ender Chest dabei haben und alles in der Ender Chest. Weiter geht's. Korallenriff straight ahead, Sir. Wir landen im Korallenriff. Wir können das eigentlich... Eigentlich können wir die hier abtragen, alle. Hallo, ich bin hier, euren Lebensraum zu zerstören. Guten Tag. Ich denke, die Menge an Korallen reicht mir jetzt erstmal. Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie viel ich mit denen wirklich bauen will. Wir werden es sehen. Jetzt machen wir uns wieder auf die Suche nach einer Lush Cave. Und das macht ja bekanntlich in der Wüste ziemlich viel Spaß. Wir müssen einfach nur nach dem erstbesten Baum Ausschau halten und runterbuddeln. Da sind auch schon unsere Azalea-Bäume. Okay, wir gehen rein. Und da sind wir auch schon auf Clay gestoßen. Das heißt, wir sind wohl ganz nah an der Lush Cave. Und Clay ist auch genau das der Grund, warum wir hier sind. Was ich jetzt noch nicht wusste, dass Clay auch einfach so in so Vorkommen vorkommt, wo noch gar nicht... Ich dachte, das ist... Ah, jetzt sind wir in der Lush Cave. Aber interessanterweise dachte ich, also ich wusste nicht, dass das so es gibt sich jetzt noch weiter. Kommen wir da noch eine größere? Weil hier ist überall Clay. Wieso einzelne Vorkommen wie halt auch wie ein Erz? Und da ist sie, die Lush Cave. Ich muss gar nicht sagen, ich habe schon so viel Clay gesammelt. Ich muss hier unten gar nichts mehr einsammeln. Die ganze Kiste. 640 Clay ist mehr als ausreichend. Dann hauen wir diesen Slime hier um und liefern die zweite Rohstoffration aus und können dann mit dem Bauen anfangen. Ey, ich habe so viel Rooted Dirt, ich habe jetzt echt eine eigene Kiste gemacht, weil die Erdkiste immer voll war. Welche Blöcke nehme ich mir jetzt, um die Grundrisse zu bauen? Gleich verschiedene oder erstmal einen? Ja, verschiedene, oder? Ja, von allem etwas. Okay, überlegen wir mal, wie es losgehen soll. Also ich würde hier so ein bisschen Platz lassen und dann das erste Häuschen ansetzen. Und wir müssen uns überlegen, die Häuser stehen so ein bisschen aufeinander. Wir kriegen maximal zwei, wenn wir Glück haben, mal noch ein drittes Haus unter, aber hauptsächlich eigentlich zwei. Das heißt, unten können die Häuser ein bisschen größer sein und nach oben hin werden sie dann kleiner. Und hier vorne ist dann immer so ein bisschen Platz, wo wir dann Bänke machen können mit Blick nach unten. Irgendwie so. Weil hier vorne würde ich kein Haus hinstellen. Die Häuser stehen wirklich hinten Richtung Wand. Die Frage ist, ist das Plateau jetzt hier noch eine gute Idee, weil... Wir können ja dann auch weniger Häuser wieder übereinander bauen hier. Aber ich glaube, es ist schon okay so. Jetzt müssen wir das Ganze mal auch ein bisschen aus dem architektonischen Blickwinkel sehen. Wenn wir hier rauskommen, wir laufen halt gegen die Ecke. Aber wir haben halt hier so ein bisschen einen Platz angedeutet, der sich hier so zwischen den Häusern ergibt. Der geht dann hier raus. Können wir hier ein Haus hinsetzen irgendwie?
Fände ich eigentlich ganz cool. Das ist halt zu klein. Obwohl, vielleicht so ein kleines Süßes, wo... Wir können es probieren, wir können es probieren. Ich glaube nicht, dass es passt, aber wir probieren es. So, für den Rest mache ich jetzt mal eine Timelapse. Und damit stehen die ersten Häuser und warten drauf, detailliert zu werden. Und ich denke, jetzt hat der ein oder andere auf alle Fälle verstanden, in welche Richtung es geht. Das war mein Mesa-Starterhäuschen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe diese Methode, Häuser zu bauen, immer noch. Und freue mich, dass ich jetzt hier in Mistyrian Platz gefunden habe. Und würde auch jetzt einfach mal anfangen, die ersten Häuschen zu detaillieren. Und fange dann aber auch hier an, den Platz zu bauen. Und habe mir da einfach überlegt, wir nehmen wieder Glazed Terracotta, Andesit polierten und polierten glatten Stein. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine ganz coole Kombi ist irgendwie. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das kombinieren, ob wir das komplett random machen oder ob wir da ein bisschen systematisch vorgehen. Das schauen wir uns einfach mal an. Stein darf da ein bisschen auch mit drin sein, stört mich gar nicht. Ich finde, es wirkt gleich gemütlicher. Das ist so ein bisschen als Verzierung. Und dann schnappen wir uns gleich mal das erste Haus hier und machen das in einem guten Stil, dass das schon mal bewohnbar wäre. Im Eingangsbereich nochmal Stein und dann als Boden Holz. Ich nehme da jetzt einfach die Stufen, weil ich habe noch ganz viele von denen. Holz macht das Ganze wohnlicher. Und dann möchten wir natürlich aufs Dach rauf. Hier innen im besten Fall. Da muss aber dann eine Falltür hin, außer wir packen die Falltür oben aufs Dach. Das würde auch gehen. So, ist glaube ich nicht verkehrt. Und dann hatte ich noch eine Idee. Wie ist es, wenn ich aus der dunkelgrauen Wolle jetzt Teppiche mache? Und diese Teppiche einmal hier außenrum mache. Farblich passt es eigentlich ganz gut. Und gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen extra Detail. Als nächstes kommen dekorative Holzknöpfe. Die Idee hinter diesen Holzknöpfen war immer, dass innen drinnen, dass das quasi so, ja, Stöcke, also eher Bretter sind, die sich hier durchziehen durch das ganze Gebäude und damit immer das Dach tragen. Das ist so die Idee. Könnte man natürlich auch versuchen, wirklich umzusetzen. Schauen wir mal, ob das funktioniert. So, und schon wirkt es so, als würden hier wirklich Balken drin sein. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Dann wollen wir natürlich noch eine Tür hier drin haben. Die hätte ich gerne in die andere Richtung auf. So. Fenster. Fenster können wir hier eigentlich noch ein paar mehr anbringen. Und schon wäre da der erste Teil fertig. Was ich ein bisschen schade finde, kriegen wir echt kein drittes Gebäude obendrauf. Weil desto mehr übereinander sitzen, desto besser schaut es natürlich aus. Ich glaube, hier würde ich gerne außen auch eine Leiter anbringen, um nach oben zu kommen. Aber die bringen wir dann hier seitlich an. Dann kommt man nämlich hier seitlich auch noch hier nach oben. Was auch immer man dann hier tut, aber man kommt hier rauf. Ich finde, mit diesen Holzelementen wird es gleich gemütlicher. Wir haben hier noch ein paar Sachen vor, dass wir dann auch mit Laternen arbeiten und so Beleuchtungselemente. Vielleicht kann man auch Banner noch integrieren. Also das ist richtig schön so voll und gemütlich. Soll ein kleines gemütliches Dorf hier oben werden. Wir haben aber keinen Stress. Wir machen das eins nach dem anderen. Können da auch in den Streams immer wieder in Ruhe weiterbauen. Hauptsache, wir haben Spaß und es wird gemütlich. Keine Ahnung, ob das da reinpasst, aber es macht unglaublich Spaß zu bauen. Schaut mal, ich verbinde das hier mit diesen kleinen Wegen überall, dass man wirklich von überall hinkommt. Klar, man muss jetzt hier, wenn man rauf geht, durchs Haus laufen, aber es gibt auch die Treppe, die Leiter hier außen, dann über diese kleine Brücke, dann gibt es diese Brücke hier über den Platz drüber, dann kommt man in diesen Bereich hier, hier kommt man mit einer Treppe nach unten. Dort geht es schon wieder nach oben. Hier versteckt sich übrigens ein echt großes Gebäude. Da ist viel Platz drinnen. Es gibt so viele kleine Ecken. Ich könnte mir echt vorstellen, mal so dieses Pueblo-Konzept einfach komplett in so eine Höhle rein. Überlegt mal etwas nach diesem Prinzip an dieser kompletten Höhlenwand hier rauf. Ey, das würde so unglaublich cool ausschauen. Wir machen es hier im kleinen Stil. Da muss noch viel Detail rein. Das ist jetzt gerade erst der Anfang. Da muss noch viel Detail rein. Aber vielleicht kommt es dann auch, wenn Minions einziehen. Mich würde echt interessieren, ob die Minions sagen, darauf haben wir Lust. Das ist total cool. Die könnten dann hier diese einzelnen Häuser beziehen, selbst einrichten etc. Von einem ins andere ziehen, wenn sie merken, es ist zu klein. Mehr Platz beim König beantragen. Könnte funktionieren. Und das alles ist ja auch echt, ich mag es gerne sagen, mit dem Weg ist es ziemlich cool an die Gesamtanlage angeschlossen, weil es ist doch irgendwo in Sicherheit dort oben. Man kommt natürlich mit der Lytra, kommt man hin, klar. Aber zu Fuß kommt man nur
durch den Palast, durch den Tempel. Festung. Festung ist das richtige Wort. Nicht Tempel. Wer hat Tempel gesagt? Niemand. Und der Weg ist schon, es ist schon ein weiter Weg darauf, wenn wir ehrlich sind. Wobei, an der Schmiede, an der Verwaltung, ich renne nochmal rauf. Ich finde den Weg echt gut. Da muss man hier rauf, um die Kurve rum. Darauf. Dann hier rein. Ey, es zieht sich schon. Ich meine, gut, man ist recht schnell, wenn man sprintet. Und es ist halt schon irgendwo ein abgelegener, sicherer Ort mit der besten Aussicht im Zwergenreich, ne? Ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiterbauen, weil es macht einfach wirklich Spaß. Aber erstmal noch die Basics, dass wir halt einfach die Grundstruktur stehen haben. Und alles Weitere machen wir Stück für Stück. Vielleicht auch morgen Abend um 20:15 Uhr im Livestream, was meint ihr? Ich streame übrigens immer dienstags, donnerstags und samstags. Ich ziehe jetzt mal eben meinen ganzen Kram hier in die Mitte um, denn ich möchte hier noch ein paar Kleinigkeiten hinbauen, beziehungsweise erstmal eine Sache, die mir eingefallen ist, und dann schauen wir mal, ob mir noch mehr einfällt. Und dann machen wir uns ein paar Slabs. Und jetzt wollte ich hier, ich habe schon angefangen, wollte ich schauen, ob ich hier eine Treppe nach oben hinbekomme, die aber halbwegs nach was aussieht. Schaut doof aus. Okay. Nein. So nicht. So schon eher. Also ich möchte einfach nur hier nochmal ein Element haben mit einer Treppe, das nach oben führt. Und es trennt so ein bisschen auch das Haus hier hinten nochmal ein Stück weit ab. Weil das ist mir hier ehrlich gesagt auch irgendwie noch nicht ganz so, wie ich es haben will. Ich habe das Gefühl, hier muss man irgendwie das nochmal untergliedern. Ich finde, das Haus hier, das hat auch so was Besonderes. Weil das kriegt hier nochmal so einen kleinen privaten Bereich irgendwie. Da kann dann auch eine kleine Bank hin oder so ein Mini-Garten oder sowas. So irgendwie ein kleines, süßes, besonderes Häuschen. Ich hatte mich bisher mit Grün zurückgehalten. Ich warte da wahrscheinlich auch noch, aber da muss... Ich glaube, ich würde das hier oben schon ordentlich begrünen. Ich bin am Überlegen, ob ich das ganze Rot wegmache und die Erde... Da kommt halt wieder Unmengen Wasser dann runter oder so. Einfach um dem Ganzen so ein bisschen einheitlicheren Look zu geben. Dann wird das Ganze hier steinig und dann noch ein bisschen Grün rein. Dann haben wir Grau, Grün und Braun als Farben. Das fände ich, glaube ich, nicht verkehrt. Ich würde am liebsten irgendwie so ein Graffiti hinmachen. Geht leider nicht. Gut, das ist fürs Erste der Zwischenstand. Ich würde vorschlagen, dass wir da im Stream wirklich weiterbauen. Da kann man echt viel machen. Und bis dahin weiß ich auch schon, ob die Minions sagen, finden wir cool, finden wir nicht cool. Und dann machen wir jetzt noch ein paar Dinge, die ich persönlich für nötig halte. Ich hatte das letzte Mal schon angekündigt. Das hier, das muss weg. Wir haben festgelegt, König ist, wer ein Minigame gewinnt. Das heißt, es steht fest, wir brauchen das hier nicht mehr rumhängen haben. Und die Mitte muss immer wieder ein bisschen aufgeräumt werden. Wenn wir auch vom Aufräumen sprechen, sollten wir auch das hier mal auf die Seite räumen. Ich weiß, da ist meine ganze Baumfarm-Equipment immer mit drin, aber das kann ich auch woanders hinpacken oder ein bisschen versteckter machen. Ich räume das jetzt mal ins Lager, dass das nicht immer irgendwo rumfliegt. Und wir haben noch ein paar so versteckte Kisten, die ich euch jetzt zeigen werde. Und die räumen wir dann alle entsprechend auf. Die nächste versteckt sich hier unten. Dann nehmen wir auch gleich hier die Steinsäge mit. Können wir wieder gebrauchen. Wusstet ihr, dass Aufräumen einfach so leicht ist, wenn alles einen Platz hat? Das Schwierige ist aufzuräumen, wenn nicht alles einen Platz hat. Die zum Beispiel haben keinen Platz, aber ich habe ein bisschen überlegen. Ich schmeiße die einfach da rein, auch wenn wertvoll vielleicht dafür der falsche Begriff ist, weil wir genug davon haben. Aber hey, aber ohne Witz, schaut mal daheim, wo ihr Unordnung habt. Meistens sind es die Teile, wo ihr entweder noch was abarbeiten müsst oder wo ihr nicht wisst, wo ihr sie hinpackt. Denn die Dinge, wo ihr wisst, wo ihr sie hinräumt, sind meistens ratzfatz aufgeräumt. Die Folge heißt heute Krokos Mindblowing Aufräumtipps. Das war die zweite Doppelkiste, die wir aufgeräumt haben. Ich check nochmal, dass ich auch nichts vergessen habe. Aber es hört noch nicht auf. Wir haben noch eine von relativ, ja, relativ am Anfang, oder auch relativ am Anfang, würde ich sagen. Die da. Wer kann sich an die noch erinnern? Ihr habt die schon wieder vergessen. Die haben wir auch. Ach ja, ich räume übrigens nur meine auf, weil ich an andere Leute Sachen nicht rangehe. Ich meine, ich würde diese Kisten hier schon aufräumen mit den drei Netherite Ingots. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Das ist Lars' Kiste. Auch da oben drin sind noch Kisten. Hier. Aber da habe ich schon vor Ewigkeiten mein Zeug rausgeholt. Und es ist auch tatsächlich noch Lars' Sachen, wo ich eigentlich auch nicht rangehe. Könnte man aber auch mal aufräumen hier. Ja, noch eine Kiste versteckt sich hier oben. Hey, verstecken sich sogar. Oh Gott, da ist noch viel Zeug drin. Das koppelt, er ist tatsächlich koppelt Deep Slate. Habe ich davon noch? Da habe ich noch Platz für. Weil Deep Slate wird so langsam wieder ziemlich voll. Und die zweite Fuhre einsammeln. Erst ging alles ins Inventar. Nehme ich die Ender Chest hier mit? Ja, schon. Wir stellen da nochmal eine irgendwie besser auf.
Ja, Frage ist nur, wie und wo, ne? Die Kiste nehmen wir auch gleich mit. Aber ich stelle einfach hier eine Ender Chest hin. Mit der Symmetrie wegen hier eine normale Kiste. Oh, es gibt noch mehr Kisten. Ich dachte gerade, ich weiß, wo die letzte ist. Da ist nämlich noch eine, aber es gibt noch eine. Ich glaube, wir machen uns jetzt auf zur letzten, aber ich weiß auch gar nicht, ob da oben noch welche stehen. Also, wenn ihr noch wisst, wo ich Kisten vergessen habe, schreibt es mir in die Kommentare. Mal schauen, ob wir alle aufräumen können. Ist fast wie so eine Quest. Räume alle Kisten von Crocodile an die auf. Und dann steht irgendwie so 1 von 9 und du findest ums Verrecken nur 8 Stück. Ich glaube, hier oben ist eigentlich Ordnung. Die sollten so gut wie alle eigentlich leer sein. Ja, ja. Mein altes Lara. Schön war es hier oben. Gut, das sind ja Kisten, die sind hier Überbleibsel. Das ist nicht so schlimm. Die meine ich. Da sind noch so Kleinigkeiten drin. Die nehmen wir auch mit. Tada! Sogar die Schalkerboxen habe ich hier aufgeräumt. Wenn ihr jetzt nicht stolz seid, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!